Willkommen zurück hier bei der Weiterfolge zockt Transport Fever. Weiter geht's. Das ÖPNV Hauptnetz jetzt mal wieder auf über 600.000. Die Baumaterialien machen Gewinn. Die Steine machen. Ah, das ist der Zug noch. Der Zug muss da auch noch weg. Der hier kann ruhig weiterfahren. So, neue Fahrzeuge. Einnahmen. Ja, das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Bedeutend besser. Und guckt euch das mal an hier. So, da kommen unsere beiden. Die jetzt natürlich. Naja. ...340.000 Gewinn machen. Das ist nice. Und die haben Ersatz geplant. So, warst du jetzt schon hier oben? Du hast was für eine Lok dran. Wo haben wir das Zugdepot für die Lok? Das ist hier oben. So, Zug, wo bist du? Da ist er. Da ist die D13 drauf. Jetzt kommt gerade noch während der Aufnahme ein Abo rein. Ja, saugeil. Die zieht natürlich deutlich mehr als 400.000. Hier mal einen kleinen Stau. Steine, Baumaterialien. Lädt mal hier ab. Genau. Hier holt das von da ab. Und hier lädt da ab. Das jetzt hier aus Trendelburg. Gut. Mittelmäßig. 132.000 Gewinn trotz 150.000. Also gute 300.000 Gewinn.
lieferst da 300 an. Round. Das heißt, du lieferst jetzt ab und wirst dann eingestellt. Dankeschön. So, Linie eingestellt. So, dann haben wir jetzt nur noch den hier. Der hier ein bisschen schwach auf der Brust ist. So, Zug ist verkauft worden. Was brauchen wir hier? Für einen Sofortersatz. Millionen. Du bist auch schon relativ teuer geworden. $853.000. Güter. Ah, 280.000. Aber auch nur, weil das wirklich im Moment sehr gut läuft mit den mit dem ÖPNV. Und der hat den richtigen Einnahmenschub bekommen. Guck mal, der hat 600.000 gemacht. Euch mal, was hier liegt. Eine Million haben wir. Warte mal, ich muss mal ganz kurz.
mal kurz die Sounds ein bisschen weiter runter drehen. Sonst drehe ich noch am Rad. Ah, schöne Mitfahrt hier mit dem Zug. Mit einem guten Lebensmittelzug. Unterwegs. Ey, was ist? Oh, ganz schöne Dings drin. Oh, hier links das Industriegebiet von Trendelburg. Hier kommt er schon ganz schnell an die Grenzen, den Berg hier hoch. Schöne Sache. So, du lädst hier ab, Brötchen. Und einmal bitte ins Depot, dann Pause. Jawohl, so, du kommst runter. Mist. So. So, 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 so. Fahrzeugverkauf. Oh, da gibt es ja gar nichts mehr für. Und Güterwaggons. Einen hätte ich ganz gerne noch. So, Linie zuweisen. Lebensmittel. Und weiter. Und zurück sein. Oh ne, geht ja gar nicht. 500.000. So, da kommt jetzt gleich unser schöner neuer Zug an. Natürlich gleich mal hier ein bisschen schneller fährt. Durchgehend auf 50 km/h. Stopp. Pause. Ne, fahren wir weiter. Oberhellung Süd, nein. Ist das Barbie Nord hier? Nimm mal hier die Brötchen mit. Dann fährst du einfach einmal die Brötchen hier weg. Du hast die Produktion komplett eingestellt. Du bekommst hier auch nicht genug ran. Oh, Wahnsinn, 105. Wir müssen den Zug da unbedingt erweitern. Und es ist jetzt wirklich nur noch Vettersteich. Miesen. Und die machen hier immer schöne 50.000. Und du
jetzt mal locker 128.000 hier rein. Lebensmittelgütern jetzt Finanzen. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ob der jetzt ins Plus fahren kann. Der hat noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr Power drauf. Und kann jetzt noch ein bisschen mehr mitnehmen. Und dann sollte er auch nicht mehr so eine Probleme hier haben. Nein. Hier in diesem Berg hier haben. Der geht runter, ne? Ne, der geht hoch. Der verliert zwar ein bisschen was an Geschwindigkeit, aber wirklich nur minimal. Der fährt immer noch so schnell wie der andere auf Vollgas. Damit sollte sich die Geschichte hier auch einen deutlich größeren Durchfluss kriegen. Und er sollte nicht so stark ins Minus rutschen. Guck mal, wie schön schnell der fährt. Zack, und jetzt 191. Einfach mal locker reingehauen. Wie gesagt, die haben jetzt hier vom Alter her muss der als erstes gemacht werden. Wie gesagt, 2 Millionen sind dafür gesetzt. Wir haben sehr viele, die Ertrag machen, aber halt hier hauptsächlich ÖPNV Fiddler-Style. Die kriegen halt noch nichts rein. Und dann würde ich auch sagen, dass wir unsere unsere Personenzuglinie dann nach Körmig erweitern. Zweihundertvierundvierzigtausend. Oh. Gut, jetzt kann aber dann nur 45 mitnehmen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Da habe ich nicht dran gedacht. Die geben jetzt hier richtig Power. Neue Fahrzeuge. Achthunderttausend, das hebt sich fast auf. Das heißt, wir machen rund 250.000 Gewinn. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich von der Opa und sage tschüss. Bis um 14 Uhr, also 2 Stunden. Heute Doppelfolge.
Bis gleich.